Ihr Lieben, haben eure Eltern Pläne für euch? Oder hatten eure Eltern Pläne für euch? Je nachdem, wie alt ihr seid. Haben oder hatten sie bestimmte Vorstellungen, welchen Beruf ihr mal ergreifen sollt? Oder haben sie euch da freie Hand gelassen? Und die Frage ist dann natürlich, wenn sie bestimmte Vorstellungen hatten, seid ihr denen gerecht geworden? Oder habt ihr ganz eigene Wege eingeschlagen, die in eine völlig andere Richtung gingen? Und dann die nächste spannende Frage, wie ist das aufgenommen worden? Gab es da Enttäuschung oder Zustimmung oder waren eure Eltern vielleicht auch ein bisschen stolz auf das, was ihr gemacht habt? Ich frage deshalb, weil Zacharias ganz bestimmte Vorstellungen davon hat, was aus seinem Sohn Johannes mal werden soll. Und Zacharias sagt: Du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Also der hat schon ziemlich hohe Erwartungen an seinen Sohn. Mit dem Herrn ist Jesus gemeint, mit dem Maria inzwischen schon schwanger ist. Und Jesus ist das Licht aus der Höhe, das denen leuchtet, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben und unsere Füße auf den Weg des Friedens lenkt. Und dem soll Johannes den Weg bereit machen. Das sind schon ziemlich hohe Erwartungen, die ein Vater da an seinen kleinen Sohn hat. Und wir dürfen ja nicht vergessen, der kleine Johannes ist laut Bibel gerade erst ein paar Tage alt. Den interessiert im Moment nur, dass er genug schläft und dass er genug zu essen hat. Den interessiert seine Karriere im Moment überhaupt gar nicht. Ja. Das ist das eine. Das andere ist die spannende Frage, was hat das eigentlich jetzt alles mit uns zu tun? Also ich meine, außer dass das jetzt eine nette Geschichte ist, die schon in Richtung Weihnachten führt inhaltlich und außer der Tatsache, dass auch wir Eltern haben oder hatten, die bestimmte Pläne und Vorstellungen über unseren Werdegang hatten. Mein Vater zum Beispiel, der hatte ganz konkrete Vorstellungen, was aus seiner Tochter mal werden soll. Der hätte das sehr gerne gesehen, wenn ich entweder Anwältin geworden wäre oder Ärztin. Und ja, das hätte dafür gesorgt, dass meine Existenz gesichert ist. Das hätte auch den positiven Nebeneffekt gehabt, dass ich etwas Gutes getan hätte, dass ich etwas Sinnvolles mit meinem Leben angefangen hätte. Als Anwältin hätte ich eine Menge für Gerechtigkeit tun können. Oder als Ärztin natürlich Menschen gesund machen. Und das ist schon so ein kleines bisschen wie dem Licht den Weg bereiten. Das Thema hatte sich dann schnell erledigt, denn mein Schulabschluss war nicht gut genug. Ich sage nur Numerus Clausus. Also ich konnte die Voraussetzungen nicht erfüllen, um entweder Medizin zu studieren oder Jura. Egal, es gibt aber auch Eltern, die keine bestimmten Vorstellungen haben, was aus ihren Kindern mal werden soll. Und die sagen, nö, geh du einfach deinen eigenen Weg. Die aber trotzdem natürlich durch das, was sie selber sind und selber tun, Einfluss auf den Werdegang ihres Kindes oder ihrer Kinder haben. Also es ist zum Beispiel keine Seltenheit, dass ein Kind, das in einem Pastorenhaushalt aufwächst, selber Theologie studiert und Pastor oder Pastorin wird. Und es ist auch keine Seltenheit, dass das Kind eines Fleischers selber auch dieses Handwerk erlernt. Wen wir jetzt dabei auch nicht vergessen dürfen, ist unsere Gesellschaft. Die übt auch Einfluss auf uns aus oder versucht es zumindest. Die Gesellschaft versucht uns ganz oft zu sagen, wie wir zu sein haben und was wir zu tun haben. Und ganz oft vermittelt sie auch die Botschaft, du bist nicht genug. So wie du bist, mit dem, was du tust, mit dem, was du bist. Das reicht nicht aus. Du musst mehr können, du musst mehr sein. Aber die Gesellschaft hat uns erstmal gar nichts zu sagen. Wenn ich jetzt sage, unsere Eltern haben uns auch gar nichts zu sagen, dann kriege ich vermutlich ganz furchtbar eins auf den Deckel. Das sehe ich natürlich auch nicht so. Selbstverständlich, haben unsere Eltern uns was zu sagen und unsere Eltern haben uns, wenn es gut läuft, auch eine Menge guter Ratschläge und Lebenserfahrung mitzugeben, was wir auch wirklich beherzigen sollten. Aber es ist schon wichtig, dass wir am Ende doch unsere eigene Entscheidung treffen und dass wir unsere eigenen Wege gehen. Wir haben da aber noch ein drittes Elternteil, das wir nicht vergessen dürfen. Und das hat uns sehr wohl was zu sagen. Und dieses dritte Elternteil ist Gott.
Und Gott stellt hohe Erwartungen an uns, ähnlich wie Zacharias hohe Erwartungen an den kleinen Johannes hatte. Gott erwartet von uns, dass wir in die Fußstapfen von Johannes treten. Ich weiß, das hört sich im ersten Moment heftig an. Und wenn ich den Wünschen meines Vaters Folge geleistet hätte, dann hätte ich das auch gut gekonnt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich als Anwältin oder als Ärztin durchaus in die Fußstapfen von Johannes hätte treten können und dem Licht in der Welt den Weg bereiten, indem ich für Gerechtigkeit gesorgt hätte oder indem ich Menschen gesund gemacht hätte. Ja, als Pastor oder als Pastorin sind die Voraussetzungen auch ziemlich gut, in die Fußstapfen von Johannes zu treten. Aber nicht nur mit diesem Beruf, da gibt es auch noch andere. Als Krankenpfleger, als Polizistin, als Geburtshelfer sind die Voraussetzungen auch sehr gut. So, und ich könnte jetzt natürlich alle systemrelevanten Berufe aufzählen. Und ich meine damit die für Gott systemrelevanten Berufe. Gott hat ja ein eigenes System. Das schenke ich mir jetzt, denn ich gehe davon aus, dass ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber wenn ich hier sage, systemrelevant, dann bedeutet das nicht, dass der Tierpfleger im Zoo oder die Verkäuferin in der Porzellanabteilung eines Kaufhauses raus sind aus der Nummer. Gott hat auch an die dieselben hohen Erwartungen wie an eine Pastorin. Da können wir natürlich erstmal dicke Backen machen. Wie gesagt, hohe Erwartungen. Das Schöne ist, diese hohen Erwartungen sind aber erfüllbar. Und zwar von jeder und von jedem von uns. Weil wir genug sind. Gott möchte, dass wir dem Licht den Weg bereiten. Gott möchte, dass wir Jesus Christus den Weg bereiten. So wie Johannes der Täufer das damals getan hat. Und wir sind dazu in der Lage, egal wer wir sind und egal wie sich unser Leben entwickelt hat, wir sind genug, so wie wir sind. Denn im Grunde hängt doch alles davon ab, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Auch als Verkäuferin in der Porzellanabteilung kann ich dem Licht den Weg bereiten, indem ich einfach freundliche Worte und freundliches Lächeln für die Kundinnen und Kunden übrig habe. Und auch als Tierpfleger im Zoo kann ich dem Licht den Weg bereiten, indem ich mich dafür einsetze, dass Tiere vernünftig behandelt und nicht gequält werden. Als Bürokaufmann kann ich dem Licht den Weg bereiten, indem ich liebevoll mit meiner Frau umgehe. Als Taxifahrerin kann ich dem Licht den Weg bereiten, indem ich meinen Kindern beibringe, kritisch, aber gleichzeitig auch offen zu sein. Als Schüler oder Schülerin kann ich dem Licht den Weg bereiten, indem ich für andere einstehe, die mich gerade brauchen. Und auch als Kindergartenkind kann ich dem Licht den Weg bereiten, indem ich andere Menschen einfach bedingungslos lieb habe. Ja, und alles, was wir dazu brauchen, ist nicht eine lange, schwierige, anspruchsvolle Ausbildung, sondern einfach nur das Bewusstsein, dass das, was wir sind und tun, nicht nur genug ist, sondern dass das gut ist und dass das wichtig ist. Ich habe im letzten Jahr so ein Dankbarkeitstagebuch geschenkt bekommen und da stehen auch immer mal wieder Zitate drin. Und da ist mir gerade eins über den Weg gelaufen, das ich ganz passend finde hierfür. Da steht nämlich, was ich heute mache, ist wichtig, denn ich gebe dafür einen Tag meines Lebens. Dieser Satz drückt so wunderbar aus, dass es völlig egal ist, ob ich Fensterputzer bin oder Bundeskanzlerin, Täufer oder Messias. Wichtig ist, dass das Licht in die Welt kommt. Nochmal zur Erinnerung, das ist das Licht, das unsere Füße auf den Weg des Friedens lenkt. Also ein ganz besonderes und ein ganz, ganz wichtiges Licht. Und diesem Licht den Weg zu bereiten, dazu haben wir jeden Tag wieder Gelegenheit. Egal woher wir kommen, egal wer wir sind und egal was wir gelernt oder nicht gelernt haben. Ja, und deshalb möchte ich so gerne, dass ihr zwei Sätze mitnehmt. Ja, ich habe aus dem einen Satz jetzt zwei gemacht und das sind diese beiden hier. Was ich heute mache, ist wichtig, denn ich gebe dafür einen Tag meines Lebens. Und was ich heute mache, ist wichtig, denn ich bereite damit den Weg für das Licht. Amen.